Egal wie sehr du mit Hochmut zu kämpfen hast, als du gerettet wurdest, warst du sehr demütig und deswegen brauchst du diese Erinnerung. Deswegen brauchst du diesen Vers, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Stimmt. Um in den Himmel zu kommen, muss man einfach demütig das ewige Leben annehmen, einfach das Geschenk annehmen. Warum demütig? Weil du damit gleichzeitig zugibst, ich kann nichts tun. Das ist demütig. Ah, ich war mal demütig. Das bedeutet, ich könnte es höchstwahrscheinlich auch wieder schaffen, mich zu demütigen. Manchmal müssen wir dazu zurückgehen, zu dem Punkt, an dem wir, als wir gerettet wurden, uns daran erinnern, wie das war. Wie dankbar wir waren, wie demütig wir waren. Wir brauchen diese Erinnerung als Christen. Erinnere dich daran, damit du dich immer wieder in deinem Leben als Christ, als schon geretteter, wiedergeborener Christ, erinnere dich daran, damit du dich in deinem Leben als Christ immer wieder demütigst, immer wieder erniedrigst. Als Christen fallen wir manchmal, nicht wahr? Aber was macht einen gerechten Menschen aus, dass er wieder aufsteht? Okay, ich war stolz, ich war hochmütig, ich habe mich gemessen mit anderen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Aber das ist mein Fleisch. Ich muss es lassen. Ich demütige mich. Ich erkenne einfach an, dass ich nicht besser bin als irgendjemand anderes. Denn alles, was ich habe oder was ich bin, habe ich vom Herrn bekommen. Der Apostel Paulus selbst schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht wahr? Gott kann dich groß machen. Das heißt über Josua beispielsweise, dass Gott ihn groß gemacht hat vor dem Volk. Er hat sich nicht selbst groß gemacht, sondern es gab einen Tag, an dem Josua sehr angesehen war vor dem Volk. Und das hat Gott bewirkt in seinem Leben. Er hat sich nicht selbst groß gemacht. Er hat nicht selbst sich irgendwie ein Amt angeeignet, sondern er wurde vom Herrn groß gemacht. Gott kann dich groß machen. Aber der Weg nach oben führt nach unten. Du willst groß werden? Du willst der Erste sein? Was ist die Anleitung? Sei der Letzte. Du willst groß werden? Du willst der Erste sein? Was ist die Anleitung? Sei Diener. Du willst groß werden? Du willst der Erste sein? Was ist die Anleitung? Sei ein Knecht. Demütige dich. Diene anderen. Dann wirst du Achtung bekommen. Und dann wird es etwas sein, wofür du Gott loben kannst. Du kannst einfach dankbar dafür sein, dass du Menschen dienen darfst und durftest. Aber wie zu viel Honig essen, ja, zu viel Honig essen ist nicht gut. Und das Suchen von Ehre bleibt ohne Ehre. Es würde wieder hochkommen, du wirst kotzen davon, wenn du deine eigene Ehre suchst, wenn du dich selbst erhebst. Und schau, lass es uns einfach offen anerkennen. Jeder von uns hatte in seinem Leben schon mal mindestens einmal damit zu kämpfen, dass wir uns irgendwie gemessen haben, dass wir hochmütig waren. Weißt du was, als Christ, der du einen Geist hast, dir wird es sehr schnell danach hochkommen. Du wirst dir denken, oh, das ist so eklig, das ist so peinlich. Du wirst schweigen wie die Jünger, die nicht sagen wollten, worüber sie verhandelt haben. Was kindisch ist, weil es dumm ist, sich zu vergleichen. Erkenne an, dass alles, was wir haben, was wir sind, dass wir es vom Herrn haben. Und wir müssen manchmal wieder dazu zurückgehen, wie war das, als wir gerettet wurden? Was haben wir da anerkannt? Dass wir ganz einfach die Hölle verdient haben. Das ist alles, was wir verdient haben. Ich habe es verdient, zur Hölle zu fahren. Alles, was ich habe und was ich bin, habe ich vom Herrn bekommen. Gott hat mich einfach gesegnet. Und ich will, dass andere auch gesegnet werden. Das sollte unsere Einstellung sein.